Ich freue mich, ein guter Freund, der wirklich international seit vielen Jahren Reiter auch zur Olympiade begleitet. Nicht nur sein Sohn Jürgen Koschel ist einer der erfolgreichsten internationalen Dressurtrainer. Und ich freue mich, dass er heute Abend hier ist und freue mich auf all das, was wir jetzt mit ihm sehen werden. Herzlich willkommen, Jürgen Koschel! Recht herzlichen Dank, Herr Frank Henning. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Und ich hoffe, wir sehen jetzt ein paar schöne Pferde. Ich hoffe, die kriegen bei meinem Unterricht keine Magengeschwüre. Wir hoffen, dass wir das alles ruhig über die Runde bringen. Und ich will ganz, wir haben hier ein Dreiespferd am Anfang. Ich will gleich noch ein paar Worte sagen. Er muss sich erst ein bisschen akklimatisieren. Ich finde es sowieso schon toll, wie er reinmarschiert. Also das Thema heute Abend, sinnvolle Ausbildung von Dressurpferden. Eigentlich sollte man das erweitern, weil sinnvolle Ausbildung kommt eigentlich für alle Pferde in Frage, finde ich. Nicht nur bei den Dressurpferden, sondern der Rahmen ist groß. Das geht beim Freizeitpferd los, geht nachher bis in den Topsport und es sollte alles sinnvoll passieren. Nur wir müssen eigentlich ein wenig zurückgehen. So ein bisschen in die Geschichte. Wie haben das denn unsere Vorfahren gemacht? Wofür waren die Pferde? Eigentlich waren sie gedacht, um möglichst schnell von A nach B zu kommen. Egal, ob mit Reiter obendrauf oder später dann im Militär. Und da ist die Frage, ob das alles sinnvoll war. Denn es ist doch früher, wenn wir so die alten Bücher wälzen und wir sehen so die Pferde der Ritter, die sehr scharf gezäumt waren, unter Kontrolle waren, später auch im Militär. Da ist sicherlich so manches nicht so sinnvoll gewesen, wie wir das heute machen, wo das Pferd eigentlich nur noch zu unserem Vergnügen da ist, zu unserem Sport, für unseren Sport, den wir gerne machen. Und es hat sich ja auch eben in den letzten Jahrzehnten viel geändert. Dazu beigetragen haben sicherlich auch die Züchter, denn unsere Pferde heute, wie wir sie haben, die sind, glaube ich, vom Charakter her, von den Reiteigenschaften, eigentlich von den gesamten Anlagen so viel verbessert gegenüber früher. Ich möchte die Älteren hier einmal noch daran erinnern, wie viele Pferde haben wir früher gehabt, die noch gebissen oder geschlagen haben. Ich kann mich also gut daran erinnern, wir hatten einige Pferde bei uns stehen, die hatten Maulkorb. Und man musste, wenn man die aus dem Bock, aus der Box, oder viele standen ja auch noch im Ständer, wenn man die satteln wollte, dann hatte man immer die Hinterbeine gut im Auge, dass man also nicht noch einen gewischt kriegte, weil der gerade in dem Moment keine Lust hatte. Es hat sich also unglaublich viel geändert und eben es geht mit der Zucht los, dass man eben die charakterschwachen Pferde ausgesondert hat und hat dann im Grunde die mit den guten Charakteren und die, die eine sportliche Einstellung hatten, dann ausgewählt, um damit weiter zu züchten. Und wir kommen dadurch heute wirklich zu einem Zuchtprodukt, was nicht nur im Topsportbereich, sondern auch den Freizeitreitern viel Freude bereitet, sich gut reiten lassen. Jetzt zu diesem Abend. Wir werden also verschiedene Pferde sehen, verschiedene Pferde auch im Alter, im Ausbildungsgrad. Und es geht eigentlich hier heute Abend darum, dass ich kurz die Pferde auf mich wirken lasse, dass die Reiter mir ihre Pferde kurz vorstellen. Darf ich einmal ganz kurz noch um Schritt bitten? Ich wollte nämlich eben die junge Reiterin noch etwas sagen lassen. Und zwar erstmal den Namen natürlich und dann ein klein bisschen was über das Pferd. Mein Name ist Lange Nicole. Ich reite für den Stallei Münchberg. Ich sitze auf einem dreijährigen Simonetti-Sohn. Er ist ungefähr 5 Monate unter dem Sattel. Sehr charakterstark, leichtrittig, sehr viel Grundpotenzial. Aber an der Losgelassenheit müssen wir noch deutlich arbeiten. Ja, vielen Dank. Sie sehen, der ist sehr ähnlich, ganz prima. Aber Sie sehen schon, das ist also, wenn ein Pferd vor so einer Kulisse so selbstbewusst auftritt, das ist also schon der Beginn der sinnvollen Ausbildung, wobei ich eben dann noch ausholen möchte, die Züchter, die kümmern sich heute um die Fohlen. Die Fohlen sind heute, die wachsen nicht mehr wild auf, sondern die werden von Anfang an, werden die betreut, die werden angebunden, die werden mit der Mutter zusammen gefüttert, die kennen den Kontakt zum Menschen.
Und das ist eben das Schöne, wenn wir dann die jungen Pferde sehen, die wirklich voller Vertrauen zu Menschen sind. Die dürfen nicht vergessen, 500 bis 700 Kilo Körpergewicht, ein kleiner Mensch da oben zwischen 50 und 70 Kilo, das sind so Sachen, die eigentlich einen schon so ein bisschen rätseln lassen, wie geht das eigentlich? Wir können mit dem Pferd nicht sprechen, natürlich können wir sprechen mit ihm, ob er uns versteht, ist die andere Sache. Aber es ist doch viel Arbeit und System dahinter, dass wir dann die Pferde von den Remonten bis zum Grand Prix-Pferd oder im Springen oder Dressur ausbilden können, dass die Pferde mit uns mitmachen, dass sie Spaß haben an der Arbeit. Und das, glaube ich, ist schon eine tolle Errungenschaft heute. Bitte antraben.